Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sabrina und ich lege jetzt hier die Karten. Ich habe mir heute Folgendes überlegt. Wir nehmen mal so 2 bis 3 Karten aus den Weisheitskarten der für Lebensentscheidungen und klären diese noch mit dem Crowley-Tarot. Falls du neu hier bist, lohnt sich ein Blick unten in die Infobox und dies hier sind immer Kollektivlegungen. Das heißt, die Legung kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Dadurch, dass viele verschiedene Leute zugucken, kann die Botschaft nicht immer für jeden 100% zutreffen. Und manchmal ist es einfach auch die Botschaft für jemand anderen da draußen. Das heißt, falls dich die Legung verwirrt, aufregt oder irgendwie deine Stimmung beeinflusst, negativ, schalt das Video einfach ab. Dann ist die Botschaft heute nicht für dich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Lass dich von Kartenlegung grundsätzlich nicht irgendwie in einen schlechten Modus bringen. Dafür sind sie nicht da. Es sind immer Legungen, um deine Impulse, die du selber hast, entweder zu bestätigen oder dich auf einen Pfad der Selbsterkenntnis zu führen, der sich positiv auf dein Leben auswirkt. Wenn du jetzt sagst, ja Sabrina, die Legung war schön und gut, aber ich würde gerne mal in meine Situation näher reinschauen, vielleicht auch mit anderen Karten, und auch mit meiner speziellen Fragestellung, dann schreib mich gerne an, am besten bei Instagram oder du gehst auf meine Homepage, dort findest du auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. So, aber jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier so haben. Wir beginnen mit den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. So, jetzt habe ich irgendwie hier so im Kopf, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Nee, ich hoffe, es geht euch allen gut soweit. Es ist ja wieder leicht winterlich draußen, zumindest hier bei uns im Norden. Und ich hoffe, du kannst den Tag gut nutzen, um ja, für deine eigenen Erkenntnisse, deinen eigenen Erkenntnisprozess und vielleicht auch für die Themen, die du schon länger bearbeiten wolltest. So, upsala, jetzt fliegt das hier schon zur Seite. Die 17, das Fatum. Ja, ich glaube, diese Karte, meine Lieben, habe ich für mich selber am alleröftesten gezogen. Oh, herrlich. So, genau. Wir haben hier die 17 und die 23. Das sind ja heute interessante Zahlen. Und die 43, das tiefe Wissen. So, passt auf. Also, wir haben das Fatum, den Frieden. Du bleibst da schön drauf. Und das tiefe Wissen. Wow, meine Güte. Also, nicht nur, dass die Karten jetzt so farblich gut miteinander harmonieren, sondern es ist auch tatsächlich ja, eine Botschaft, die man zusammenführen kann. Wer nicht weiß, wer das, was das Fatum ist. Bei dem Fatum geht es um das Gelassenheitsgebet, beziehungsweise um die Gelassenheit, all jene Dinge im Leben hinzunehmen, die du sowieso nicht ändern kannst. Es geht darum einzusehen, dass manche Sachen sich einfach deiner Kontrolle entziehen. Wenn du dich zum Beispiel fragst, wie du jemand anderen ändern kannst oder wenn du dich fragst, wann sich dieser andere Mensch endlich für dich ändern wird. Das war meine Fragestellung zu diesen Karten immer. Und ich weiß nicht, wie viele Dutzend Male ich es gezogen habe. Du bekommst das Fatum, du kannst andere Menschen nicht ändern. Passe auf, dass du selber in den Frieden kommst und schließe auch Frieden damit zu wissen, dass du manche Sachen nicht ändern kannst. Du kannst immer nur bei dir selbst anfangen. Du kannst Frieden mit dir und mit anderen Leuten schließen, in deinem Inneren, in deinem Herzen. Du kannst niemanden zwingen, sich für dich oder gegen dich zu entscheiden, sich in irgendeiner Weise seinem Potenzial gerecht zu verhalten oder sonst irgendwas. Umso schneller du lernst, zu unterscheiden, was du verändern kannst und was du nicht verändern kannst, umso schneller wirst du deinen Frieden mit der Situation und anderen Menschen schließen können. Und dazu braucht es natürlich auch tiefes Wissen, dass du bereit dazu bist. Also beim tiefen Wissen geht es mir darum, dass etwas noch verborgen ist. Also wir haben ja hier auch eigentlich keine richtigen aufgeschlossenen Personenkarten. Wenn wir hier mal reinschauen, haben wir hier jemand, der blind ist und nach den Sternen greift. Wir haben hier ein rohes Ei und eine Taube mit einem Zweig, also eine Friedenstaube. Und dann haben wir hier einen Greifvogel, ich weiß nicht, ob es eine Eule jetzt direkt ist, die zwischen den Welten sitzt und auch hier sind auch die Sterne zu sehen. Also hier, da ist auch noch ein Stern übrigens. So, die Sterne sind natürlich immer die Wunscherfüllung, zum Beispiel in den Lenormand-Karten auch
oder im Tarot. Mit den Sternen wird etwas angezeigt, was wir wirklich, wirklich begehren, aus der Tiefe heraus. Wo wir vielleicht auch mit unserem tiefen Wissen zusammenarbeiten, aber wir können auch manchmal fehlgeleitet sein. Und das ist die Karte, die jetzt als erstes rauskam, die Fatumskarte, die das halt zum Ausdruck bringst, dass du lernen musst zu unterscheiden, was dich weiterbringt und was dich nicht weiterbringt. Und dazu braucht man manchmal etwas Geduld und auch etwas Ausdauer, weil man halt, man kann nicht immer den eigenen Willen vom Höheren unterscheiden. Man muss das halt lernen. Man muss lernen, das tiefe Wissen auch anwenden zu können. Ich möchte euch einmal das Gelassenheitsgebet vorlesen. Also wer meine Instagram-Seite verfolgt, der hat es bestimmt schon das ein oder andere Mal gelesen. Aber für all diejenigen, die gerade ihren Weg neu hierher gefunden haben, möchte ich einmal die Botschaft des Orakels vorlesen. Also, es lautet: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und genau das ist es jetzt. Du musst lernen, wie du dir selbst deinen inneren Frieden aufrechterhalten kannst. Wann lohnt es sich, für eine Sache zu kämpfen? Wann lohnt es sich nicht, für eine Sache zu kämpfen? Wann ist es sinnvoll, etwas auszusitzen? Wann hast du dieses tiefe Gewissen, dass sich alles zum Positiven dreht, auch wenn du jetzt nichts machst? Wenn du jetzt nicht voranschreitest, wenn du jetzt nichts forcierst, wenn du jetzt nicht tätig wirst, was passiert dann? Und dieses tiefe Wissen zu haben, ist, oder diese Gewissheit zu haben, dass du göttlich beschützt bist, dass deine Wunscherfüllung vom Universum geliefert wird, sofern es deinem höheren Wohl dient, all diese Dinge können dich heute begleiten. Wer mag, kann heute auch nochmal in die Tagesbotschaft auf Telegram reinhören. Da haben wir unter anderem den Gehängten und das Tarot, den Gehängten und das Gericht gehabt, so aus den Tarotkarten. Und dann haben wir da einen ähnlichen Umstand. Also eine Weltsicht wird auf jeden Fall auf den Kopf gestellt, aber du hast da nicht so viel mitzureden, denn das Gericht und der Gehängte sind halt hohe Arkana-Karten und da hast du nicht so viel selber mitzuentscheiden im Endeffekt. So, jetzt möchte ich aber gerne auf den Frieden und das tiefe Wissen gerne noch ein, zwei Karten aus dem Crowley-Tarot jeweils ziehen, beziehungsweise mischen, um zu gucken, wo wir unser Augenmerk da noch hinlenken könnten. So, jetzt schauen wir mal zuerst für den Frieden. Also, ich hätte jetzt gerne ein oder zwei Karten, na, die fliegen ja schon mal schön raus. Was haben wir denn hier? Ein Schwertmenschen, den Prinz der Schwerter, ja, so den Ritter der Schwerter. Da geht es um klare Gedanken. Was haben wir hier? Die Scheiben, fünf der Scheiben, fünf Münzen. Auch sehr gemein. Hier ist das mit Quälerei betitelt. So, ja, also mit dem Prinz der Schwerter, mit dem Ritter der Schwerter, wirst du lernen können, alles aus dem Weg zu räumen, alles abzuschneiden, was nicht deinem Frieden dient. Alles, was du hier unter dem größeren Thema Quälerei verzeichnen könntest, wird von dir losgelöst werden. Die fünf der Münzen steht natürlich auch dafür, dass man noch nicht bereit ist, alles zu investieren, was man hat. Dass man sich schon damit quält, sich zu fragen, wo man sein Potenzial lassen soll. Vielleicht hast du das Gefühl, in einer gewissen Situation dein Potenzial einfach zu verschwenden oder dein Potenzial nicht ausleben zu können. In dieser Hinsicht könnte das etwas sein. Wenn du jetzt aber voranschreitest und wirklich auf dem Weg bleibst, deinen eigenen Frieden finden zu wollen und diesen mutigen Weg gehst, zu unterscheiden, was kannst du ändern und was kannst du nicht ändern, die Erkenntnis auch zu haben, dass das in Ordnung so ist. Du musst nicht alles alleine können. Du darfst auch mal schwach sein, du darfst auch mal um Hilfe fragen und du darfst auch mal des lieben Friedenswillens einfach dich von den Themen abschotten, die dir nicht gut tun.
Also wenn du sagst, ich bin sehr aufgeklärt, ich bin auch sehr spirituell, aber ich habe auch immer ein Auge darauf, was im Weltgeschehen los ist, dann sagt dir hier mit den Schwertern, mit dem Verstand, sagt dir diese Karte, dass du jetzt mal aufhören solltest, in diese Quälerei reinzuschauen. Denn ja, es ist wichtig, was auf der Welt passiert. Und ganz egal, wie tief du schon im Kaninchenbau drin steckst oder halt auch nicht, ja, das existiert, aber um deines lieben Friedenwillens, um deines tieferen Verständnisses von der Welt, solltest du dich da jetzt mal einen Augenblick zurückziehen und einfach dich mal mit dir selber beschäftigen im Endeffekt. Aber schauen wir mal, was wir hier noch zum tiefen Wissen dazu bekommen. So, schauen wir mal, was. Ups. Ach, da sind die Karten schon so klein. Ich habe extra die kleinen ausgewählt, damit die alle gut aufs Bild passen. Aber mischen lassen sie sich trotzdem nicht gerne. So, ihr lieben Karten. Eine und eine zweite hätte ich gerne auch noch. Was dürfen wir heute noch für das tiefere Wissen? Eieiei, nee, das ist zu viel. Das ist ein großer Haufen. Aber was haben wir denn hier ganz oben? Die Schnelligkeit, die Acht der Stäbe. Die Schnelligkeit, eigentlich eine sehr spirituelle Karte. Ich weiß gar nicht, warum die mit Schnelligkeit und das. Naja. So, genau, nehmen wir das. Ass der Stäbe, auch sehr schön. Also jetzt haben wir von den Acht Stäben zum Ass der Stäbe gewechselt. Das sieht ja auch interessant aus hier. So, wir hatten aber zuerst noch mehr Stäbe, vier Stäbe. Ja, guck mal, die hatten wir heute auch in der Tageslegung, die vier Stäbe. Die Stabilität. Du weißt, wann es sich lohnt, deine Leidenschaft einzusetzen und wann nicht. Mit dem Ast der Stäbe bist du dir auch bewusst darüber, welche Leidenschaften bzw. welches innere Feuer dich jetzt am Laufen hält. Die Frage ist, was ist dein Motor? Was ist dein Motivator gerade in dieser Situation? Lebst du davon, dass du wütend bist, dass du also dass du eine Energiefrequenz aufbaust, die mit Widerstand zu tun hat? Weil man kann aus negativen Gefühlen ganz viel Kraft schöpfen. Und daran ist erstmal auch nichts Verwerfliches. Also das gilt es auch zu sehen. Dieses tiefe Wissen offenbart dir auch Dinge, die du vielleicht noch nicht wusstest. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass manchmal tiefe Enttäuschung und Wut einem mehr Kraft geben können, als man es erwartet vielleicht. Also, dass man wirklich es schafft, für seine eigenen Sachen einzustehen, dass man einen Punkt erreicht hat, zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo man irgendwann so dermaßen enttäuscht ist oder so wütend ist, dass man es schafft, sein Leben von Grund auf zu ändern. Und dass man es auch schafft, gegen Hürden anzulaufen, wo man vormals dachte, man zerbricht vielleicht daran, wo man lieber im Frieden geblieben ist und dieses Feuer unterm Hintern nicht hatte. In diesem Falle würde ich sagen, hier hast du richtig Feuer unterm Hintern. Hier beendest du etwas, was nicht dem Frieden dienlich ist, was dich vielleicht auch von deinem Verständnis der Spiritualität ablenken soll. Also wenn du hier irgendwelche irdischen Ablenkungsthemen hast, sei es nun Besitztümer oder Verpflichtungen oder irgendetwas Finanzielles, irgendetwas Materielles in der Hinsicht, wenn dich das nervt und wenn es dich stört und wenn es dich von deinem Weg abbringt, dann wirst du hier radikal durchgreifen können. Mit dem Prinz der Schwerter und dem Ast der Stäbe hast du da so eine Art. Ein Kollege von mir sagt immer zum Ritter der Stäbe, der Brechstangen Bernhard, was ich ganz süß finde. In diesem Falle hast du hier vielleicht seinen Cousin, der mit dem Schwert kommt, aber gleichzeitig die Fackel in der Hand hält. Also da kommt jemand. Beziehungsweise du wirst aufgefordert, so zu sein, hier um des lieben Frieden Willens und um dein eigenes Verständnis vom Leben zu schützen, auch mal wirklich auf die Pauke zu hauen. Du wirst hier aufgefordert, in die Vollendung zu gehen, wie es hier so schön heißt, weil die vier Stäbe stehen für Stabilität. Die stehen für eine Vereinigung unter gleichen Vorzeichen. Menschen, die gut miteinander können. Und vielleicht erkennst du hier, dass da jemand ist, der dir hintenrum immer ans Bein pinkelt. Oder du erkennst, dass da jemand ist, der dich immer nur dann besucht, wenn es ihm gerade schlecht geht. Jemand, der dich energetisch ausnutzt. Jemand, der immer nur von deiner Energie profitieren will, aber gleichzeitig nicht bereit ist, was zurückzugeben. So in der Hinsicht. Falsche Freunde, falsche Liebhaber. Vielleicht auch eine Arbeitsstelle, die
die dir suggeriert, dass du ein super wichtiger Mitarbeiter bist und eigentlich wirst du dafür aber nicht vernünftig entlohnt. All solche Szenarien können möglich sein und dir geht hier dann ein Licht auf und du siehst, hey, ich reiß mir hier den Hintern auf, egal ob jetzt für Menschen oder für eine Institution oder für die Firma, in der du arbeitest, aber ich werde da nur mit leeren Versprechen wieder rausgebracht. Denn die 5 der Münzen, da haben wir diese Quälerei, da haben wir diese Armut auch. Da haben wir einfach auch etwas, was nicht fair entlohnt wird in irgendeiner Art und Weise. Ob es nun auf energetischer Weise ist oder halt physisch, wirklich mit Geld, Zeit, Anerkennung, Aufmerksamkeit, was auch immer das ist. Das könnte dir hier richtig bewusst werden. Und da gilt es jetzt da, wirklich das Augenmerk draufzulegen und dann hier radikal mit dem Vetter des Brechstangen-Bernhards auch mal durchzugreifen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Hier ist Stopp. Meine Schmerzgrenze ist erreicht. Du störst meinen Frieden. Ich weiß es besser. Und ich weiß, dass ich den Mut habe, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ich bin kein verschrecktes Lamm und ich bin auch keine Friedenstaube, sondern ich bin stark und mutig und unabhängig. Und jetzt, so what, leck mich. Ne? So, hier ist wirklich eine Energie, die dir Feuer unterm Hintern macht, die dir sagt, dass es jetzt an der Zeit ist, voranzuschreiten und deinen Weg zu gehen, ganz gleich, wer dir da ans Bein pinkeln möchte oder wer dich nicht wertschätzt oder wer deine Zeit verschwendet, wer versucht, Unfrieden in deinem Leben zu stiften. All das darfst du jetzt annehmen, sehen und transformieren, um deine eigenen Entwicklung willen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Nachricht da rausziehen. Es hat mich sehr gefreut, heute hier sein zu dürfen und euch die Karten zu legen. Vielen Dank für dein Hiersein und bei mir sein. Und wie gesagt, falls du sagst, ja, Sabrina, ich kann das verstehen, aber ich brauche da noch ein bisschen Hilfestellung, dann scheu dich nicht. Du findest unten hier so da in der Infobox weitere Links zu allem, was ich sonst so mache. Vielleicht hast du auch einfach Lust, jeden Tag dir die Tagesbotschaft bei Telegram anzuhören oder mit zu Instagram zu kommen, je nachdem, woher du kommst und wohin du gehen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und sage Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao!